Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Miss Survival. Und heute werden wir ein bisschen was basteln. Heute sind wir der Bastler. So, wir haben hier noch ziemlich viel Platz, hier muss noch einiges gemacht werden. Wir haben ja demnächst hoffentlich bald unser Eisen. Wird das hier nicht irgendwo gelagert oder so? Oder muss ich jetzt extra warten, bis es fertig ist? Ich glaube, ich muss warten, bis es fertig ist. Wir haben hier noch die anderen Eisensorten, aber ich weiß nicht, wo ich das herbekommen soll. Ich würde sagen, wir machen jetzt allererstes die Pickaxe und hoffen, dass wir daraus irgendwas machen können. Ne? Ansonsten, wir haben Holz ohne Ende. Wir sollten mal unsere Taschen füllen. Ich habe hier extra hier so ein Holzlager errichtet. So. Wie viel kann ich denn noch tragen, Alter? Ich kann einfach alles mitnehmen. Oh Gott. So. Sämtliches Holz. Achso, wir haben es gerade nachts. Okay. Dude, da wirst du halt nachts arbeiten. Okay, das ist die falsche Maschine. Dann fehlt mir irgendwas, ne? Da. Ach, die Sawmaschine mit zwei Gier. Ich will natürlich die Arbeit meinen Leuten überlassen. Deswegen hoffe ich einfach, dass wir jetzt schlafen gehen. Und dass wir dann genug Eisen haben. Wir haben es jetzt 18 Uhr. Ach du Scheiße, das ist ja viel zu früh. Ja gut, dann. Wo ist eigentlich mein Auto? Ach ja. Wir müssen heute dann noch zurück, ne? Nicht, dass ich das komplett vergesse. Übrigens glaube ich, wir haben noch ein paar mehr Tage Zeit für Mist Survival, weil am 23. beginnt ja offiziell erst die Beta und die wird nach Wellen rausgeschickt, ne? Das heißt, als erstes beginnt sie bei Xbox One. Das hier, was ihr hier gerade seht, ist mein PC, nicht meine Xbox One. Ich könnte sie anschließen, aber ich müsste mir dann das Spiel nochmal kaufen. Und dann denke ich mir, nee, mache ich nicht. Und also kann es noch ein bisschen länger dauern. Aber dann haben wir noch ein bisschen mehr mit Mist Survival. Ist ja auch nicht verkehrt. Weißt du, was eigentlich ganz geil wäre, wenn ich irgendwie was bauen könnte, womit ich hier aufs Dach raufgehen kann, falls es mal wirklich schlimmer wird. Naja. Ich muss mich auf jeden Fall erinnern, wo das Auto war. Es müsste ja da hinten irgendwo gewesen sein. Mitten im Wald, wo der Motor fehlt. Und dann brauchen wir auf jeden Fall die Sawmaschine. Dafür brauchen wir aber unser Eisen, ne? Da steht auch keine Zeit dran, da. Zeit nicht vorhanden. Ja gut. Warte, rein theoretisch kann ich doch hier den Leuten in Auftrag geben, dass sie den Scheiß hier machen sollen, oder? Ich meine, da ich das jetzt momentan nicht habe, geht das eher nicht. Ist das noch roh? Ja. So. Wieder alles auf dem Boden liegt. So, dann häng du da nochmal dran. Eines Tages werden wir es gebrauchen. Eines wunderschönen Tages. Aber wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach schlafen, weil ich keine Lust habe zu warten. Und dann schlafen wir, was weiß ich. Zehn Stunden? Vier? Bis fünf, neun, zehn. Könnte hinkommen. Wenn meine Theorie aus der letzten Folge stimmt. Dass es um fünf schon zombielos ist. Ich glaube, die brauchen Betten. Ja, du sowieso nicht. Yes. Was fange ich mit dir an, Mädel? Was fange ich nur mit dir an? Ich weiß es nicht. So. Ach, das ist schon fertig. Verarscht haben die mich. Ach Gott. Ja, dann schieß Holz. Ich stell dich da mal ab. So, dann gehen wir mal zu unserer Werkbank.
Und stellen uns etwas her, und zwar. Ach, macht man das hier gar nicht? Wie viele von den Dingern habe ich überhaupt noch? Eine. Nur immer noch besser als keine, ne? So, dann gib mir mal ein Zahnrädchen. Vier Stück. Oh, oh, wie lange das dauert. Okay, das müssen auf jeden Fall Kollegen übernehmen. So, dann, genau, machen wir die Sawmaschine. Nu? So, die Sawmaschine. Was brauchen wir dafür? Platinen, Holz. Oh, super. Tschüss. Und dann brauche ich da die Säge. Und zwar brauchen wir sechs Holz. Sechs Holz, das kriegen wir hin. Das ist ja gar kein Problem, ne? Taste finden, falsche, da. 4, 8, 1 Stunde 30, ja. Wenn ich die Sawmaschine habe, sage ich einfach den Kollegen, der soll ein paar mehr produzieren. Dann ist gut. So, okay. Platinteile und was war da noch? Ich habe keine Ahnung. Platinteile, so. Komponenten, okay. Komponenten habe ich auch mehr als genug. Dann bauen wir uns jetzt mal eine Sawmaschine. Dich packen wir mal hier neben die Garage, ne? Und dann. Packen wir die Sawmaschine mal hier hinten hin, ne? Hier schön in die Arbeitsfläche hier. So auf dem Holz. Dann wissen Sie ganz genau Bescheid, wo gearbeitet wird. Ist das jetzt vorne oder hinten? Das hier müsste vorne sein, oder? Muss mal kurz was checken. Also, das Ding dreht sich nicht mit mir, bitte. Also muss das hier vorne sein. Nochmal 1 Stunde 30. Ich habe schon so viel von diesem Tag verloren. So, Sawmaschine. Nice. So, Storage. Kann ich das da einfach reinpacken? So, okay. Irgendeine AI muss das machen. Rachel macht's eh nicht. Ach, guck mal, sie haben auch Werte. Seht ihr das? Das ist neu. Weil die sind halt leer und die füllen sich nicht, also. Von daher, komm, Scott. Du machst das schon. Und zwar, nein, viel, 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 ich brauche viel mehr. Nein, jetzt habe ich das gemacht. So viel wie geht. So. Ah, sehr schön. So kann man auch sein Inventar leeren, ne? So, Scott. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. So, dem einen haben wir schon eine Arbeit gegeben. Wunderschön. Nehmen wir mal die Baumstämme mit und packen sie zurück auf unseren Baumplatzlager. Falls wir mal anderes Holz brauchen. So, okay. Easy. Was haben wir noch zu bauen? Training Rack, ne? Da war. Ach, wir brauchten die Blätter. Stimmt. Okay, ziehen wir los. Wir brauchen Blätter. Und unser Auto. Ich muss unser Auto wiederholen. Motorteile. Hier, ne? Ja. Ein Motor noch. Und ich nehme mal noch mal so eine Rüstung mit. Nur für den Fall der Fälle. So.
Dann gucken wir mal, dass wir unser Auto wiederfinden. Eigentlich suche ich ja Blätter, ne? Blätter! Ich sehe sie zwar fallen, aber sie liegen nicht. Finde ich irgendwo schon ein bisschen unfair, ne? Also das Spiel ist nicht wirklich fair. Ein Blatt. Kein Blatt. Ein Blatt. Eine Feder. Und kein Blatt. Okay, schade. Aber ich nehme alles mit, was die Natur hergibt. Ist ja immerhin Survival. So, wir müssen zu irgendeinem großen Haus. Irgendwo auf einem Berg. Ich glaube, bei der Hütte waren wir schon mal. Aber ich gehe trotzdem mal hin. Ich muss mehr auf den Boden achten, ne? Blätter. Ich muss mehr auf Blätter achten. Und meine Maus ist ein bisschen verrückt, so. Wir hier alles ein bisschen besser hin tun. Ah, damit die Kehle nicht austrocknet. Bin schon ein bisschen heiser, deswegen werde ich heute auch eine Menge aufnehmen. So, ergibt zwar keinen Sinn, aber ist so. Oh, guck mal, da liegen neue Metallteile. Mehr als genug. Ein neues Kampfmesser. Ja, hier ist alles respawned. Außer hier drin. Okay, wir gehen einfach diesen Weg entlang, bis wir dieses Haus sehen. Und irgendwo hier muss auch unser Auto rumchillen. War hier schon immer die Straße? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich richtig bin. Ich glaube schon. Ich meine, ja, ein Auto im Wald zu finden ist jetzt nicht so schwer. Ist ja nicht so, als wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro suchen oder so. Halt, das ist nicht mein Auto. Okay. Ich wurde verarscht. Cool. Ah, das ist ein Hühnchen, okay. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre mein Auto. So viel dazu. Hühnerstall müssen wir auch demnächst noch bauen. Hier hinten ging es ja zu den Kackbratzen, ne? Also hier. War das Schloss schon immer da? Ja, und die Kackbratzen sind auch da. Soll ich sie ausschalten? Schaffe ich das überhaupt? Ja, ich lege mich jetzt hier schlafen, ganz genau. Nein, 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 nein. Ihr habt mich nicht gesehen. Ja! Wie schnell die einen auch sehen, weißt du? Ich hock da und die sehen mich einfach. Ne, mein Auto ist hier auf jeden Fall irgendwo in der Nähe. Ich weiß, dass wir hier lang gefahren sind. Also nicht hier, wo ich gerade hinlaufe, weil ich bin jetzt panisch geflüchtet. Aber da in etwa. Hier irgendwo. Ich brauche eine Sniper. Das wäre cool. Ich meine, ich habe überhaupt gar keinen Grund, in deren Lager reinzugehen. Es wäre nur lustig gewesen, sie zu töten. Also. So ist das halt, wenn man Survival spielt. Es ist lustig, andere Menschen zu töten. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Ich bin ein Arschloch. So. Die schleichen wir uns mal an, ne? Ja, nimm's doch mit. Headshot. So, okay. Die Flaschen nehme ich mit. Okay, wir haben noch einen lokalisiert.
Weiß nicht, ob es besser wäre, wenn ich hier von hinten komme. Ich glaube schon. Shit. Moment. Den kriege ich mit dem Messer. Komm schon, komm schon. Ja. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, Freunde. Ich bin sehr stolz auf mich. Ich bin nicht gestorben. Und ich habe meine Rache bekommen. Endlich. Ah, schön. Na ja, gut. Ja, jetzt bin ich ein Profi in diesem Spiel mittlerweile. Mich kann nichts mehr erschüttern. Bam, bin ich tot. Normalerweise passiert das immer. Oh, cool. Ja. Funktioniert leider nicht. So, ja, hier ist nichts zu holen. Wir müssen unser Auto suchen. Hier ist das Haus. Ist das das Haus mit den Zombies? Da sind definitiv Zombies drinne. Aber es ist nicht das Haus, wo ich gestorben bin. Tschüss. Der war wieder nur alleine, ne? Also mittlerweile spawnen sie nach. Finde ich ein bisschen schade, aber nicht, ja. Was willst du machen, ne? Okay, unsere Autosuche geht weiter. Das war nicht das Haus. Wir sind auf jeden Fall an denen vorbeigefahren. Und dann ist irgendwann mein Auto verkackt. Wenn da die Typen waren, dann muss ich ja in die Richtung gefahren sein, ne? Wo ist mein Auto? Gefunden. Warum? Wann habe ich angefangen zu bluten? Ja, geil. Ich kann mich nicht verdrehen. Wann habe ich angefangen zu bluten, Leute? Ich habe das nicht mitbekommen. Wann wurde ich denn getroffen? Schreibt mir mal in die Kommentare, ab wann ich angefangen habe zu bluten und was der Grund dafür war. Das würde mich mal interessieren. Hä? So. Da kippe ich plötzlich um. Aber zumindest hab ich den Motor noch reinbekommen. Ich hoffe ja. Stell euch vor, der Motor ist jetzt kaputt gegangen, deswegen, das wäre es noch. Oh Mann. So, da ist die Hütte. So, lass mich raten, meine Rüstung ist weg. Ja, gut, 6 habe ich noch. Ohne Worte. Ohne Worte. Wahrscheinlich habe ich ja auch alle meine Blätter verloren, die ich hier gesammelt habe. Da ist mein Auto. Na, das sind. Ne, das waren die Flaschen. Ich glaube, das waren die Blätter.
Noch irgendwas hier? Bären? Nö, nö. Electronical Parts, okay. Ah, suchen wir das Haus. Ah, oh, da ist es schon. Genau das ist es. So, sind da noch Zombies drin? Oh, mein ganzer Loot. Nö. Nur zumindest etwas. Wie? Ich kann nichts betragen. Naja, dafür haben wir hier ein Auto, ne? Da packen wir halt unsere Sachen rein. Hier, da, eine Knarre. Da ist noch eine Knarre. Die Säge brauche ich nicht. Durstig bin ich. Ich habe ja ein bisschen was zu trinken da. So, Essen. Habe ich Schokoriegel oder das? Ich nehme das. So. Noch mehr Flaschen. Also bald kann ich losziehen und einen richtig großen Haufen holen. Oh, das war gefährlich. Ich habe mein ganzes Eisen mitgenommen. Oh, ich hätte alles verlieren können. Oh Gott. Holy shit. Ich bin aber mutig. Hey. 5 Blätter habe ich zusammenbekommen. Der Wahnsinn. Wow. Habe ich mir ja ein bisschen mehr erhofft. So, Schokoriegel bleibt mal da. Wir müssen alle Crowbars reinsetzen. Die sind nämlich sehr, sehr wichtig. So, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Da ist ein Stein versteckt. Da ist eine offene Tür. Das ist eigentlich wie mein Haus, ne? Nur besser. Weil es halt diese Veranda noch hat. Oh, ich wünschte, ich hätte eine Veranda. Jetzt wird. Oh, hier liegen 2 Motoren. Okay. Wir waren sowieso langsam out of Motoren. Cool. Ein Zahnrädchen. Noch ein Zahnrädchen. Munition, okay. Eine Werkbank, Munitioner, Nixe, Nixe. Oh ja. Da liegt hier einfach ein Bogen. 2. Okay, die sind halb kaputt. Aber ja, gut, was soll's. Nehmen wir erstmal mit. Dieser doppelte Loot, ich weiß nicht, ob ich das toll finden soll oder ob es das Spiel momentan ein bisschen kaputt macht. Ist halt. Du bekommst halt zu viel. Es ist so. Ich weiß nicht. Als wäre es zu viel. Nur das Problem ist, ich sammle ja auch immer nur nicht einen auf, sondern alles. Weil ich es nicht ertragen könnte, dass ich irgendwas liegen lasse. Ich bin halt ein merkwürdiger Mensch. Ich wünschte, das könnte ich jetzt mitnehmen. Ich wünschte, ich könnte diese Sachen einfach mitnehmen, wenn ich sie haben möchte und bei mir zu Hause hinstellen. Zum Beispiel hier, ich nehme den Blumentopf mit. Aber nein, das geht auch nicht. Eine Cola, fast am Arsch. Ja, die Ressourcen, die hier überall verteilt sind, die neigen sich langsam dem Ende. Vergammeln langsam. Ein Plüschhase. Noch mehr Schrott. Hier ist sonst nichts. Oh, Bandagen. Dankeschön, Spiel. Ich meine, ich kann sie mir mittlerweile selber herstellen. Aber ich bräuchte noch so eine Alkoholmaschine, damit ich mir selber. Destillationsmaschine, ne? Damit ich mir selber Alkohol machen kann, um die Bandagen selber herzustellen. Kann ich mir nämlich einen Vorrat herstellen und immer welche mitnehmen. Wisst ihr, was so ein Survival-Spiel auch benötigte? Ich meine, kein einziges Survival-Spiel hat das. Und zwar. Eine automatische Sortierfunktion. Stellt euch vor, ihr geht zu Hause hin, weißt du? Wir haben ja diese Leute. Wir haben ja diese Leute bei uns auf der Farm. Oder im Gebäude. So, sagen wir, ich habe so eine Lootstation, da packe ich alles hin. Und dann sage ich nur noch,
sortieren. Und dann laufen meine kleinen Ameisen da hin und her, weißt du? Und dann nehmen sie alles raus, packen das ordentlich in die Schränke. Das wär's doch. Dass man diese Schränke, die man baut oder schon drinne sind, dass man sie klassifizieren kann, damit die eigenen Leute es da selber einordnen. Das wäre so cool. Weißt du, so eine kleine Häkchenliste von wegen, ja, hier kommt Munition rein, Häkchen, Häkchen, da kommt Essen rein, Häkchen und so weiter. Ich meine, das kostet vielleicht eine Stunde mehr Arbeit, klar, aber dann musst du nie wieder sortieren. Nie wieder. Das wäre der Traum. Ich würde dieses Spiel auf ewig weiterspielen. Einfach nur wegen dem Fakt, dass ich nicht mehr sortieren muss. Ich meine, ich könnte ja auch alles irgendwo. Wieso ist die Tür eigentlich zugewiesen? Habe ich die Tür zugemacht? Naja. Wieso ist da noch niemand drauf gekommen? Dass, wenn man sich schon so helfende Leute holen kann, dass man einfach. Keine Ahnung, das ist nicht mein Auto. Dass man denen nicht einfach irgendwie sagen kann: Ey, sortier mal bitte. Weil es ist halt im Survival-Spiel ist es halt wichtig, dass die Sachen sortiert sind, damit du sie wiederfindest, ne? Wir müssen echt zurück zur Straße. Es ist mir jetzt viel zu holperig. Guck mal, da sind. Okay. Stimmt. Ja, Freunde, morgen werden Leute geschlachtet. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge. Man kann mittlerweile klettern. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gibt's richtig aufs Maul, Freunde. Ja. Hau rein, euer Zero. Tschüss.